Ja, hallo Tim, da sind wir wieder. Jetzt stellen wir Ihr Wissen und Ihre Nerven auf eine noch größere Probe. Das spannendste Quiz, das es je im Radio gab. Wer schlägt John XXL? Das 30.000 Euro Quiz bei Radio Hamburg. Ja, steuerfreie 30.000 Euro, um die geht es insgesamt 4 Wochen hier bei Radio Hamburg und ich winke mal durch. Und hier ist Ihre XXL Quizmasterin, Miss Quiz Anke. Ja. Die dir gerne deine Kandidatin vorstellt. Es ist Nicole Trenk und sie ist selbstständig und kommt aus Billstedt. Hallihallo. Hallo. Nicole, der Traum von 30.000 Euro ist noch nicht ausgeträumt. Wer sitzt jetzt in diesem Moment vor dem Radio und drückt Ihnen ganz fest die Daumen? Mein Mann und ich hoffe meine 3 Töchter. Die wüssten vielleicht auch schon, was mit 30.000 Euro passieren könnte? Ja, es gibt genug Klamottenläden, ja, doch. Also für die Töchter jetzt. Mein Mann ist da eher sparsam. Okay. Es ist ja spannend, dass Sie wieder dabei sind, denn ursprünglich hatte ich das Gefühl, ich hätte Sie schon rausgequizt vorhin. Aber dem war nicht so. Es gab eine kleine Überraschung, Anke. Beim Spielstand von 1:1 kam die folgende Frage und zwar: An welcher deutschen Hochschule hat Mohammed Atta, der zum Attentäterkreis des 11. September gehört, an welcher deutschen Hochschule hat er studiert? John antwortet bei einem 1:1 mit Harburg, was ungenau ist, weil wir wollten die TU Harburg ganz speziell hören. Genau. Und damit war das ein 2:1 Sieg für sie dann doch am Ende. Und deswegen sind sie jetzt auch wieder da. Genau, und in Runde 2. Und das hier sind die Regeln. 9 Wissenskategorien gibt es insgesamt. Der Zufallsgenerator ermittelt, welche Wissenskategorie als nächstes kommt. Und daraus stelle ich dann eine Frage. Wer die Antwort weiß, ruft laut und deutlich seinen Namen und gibt, ganz wichtig, möglichst auch eine genaue und deutliche richtige Antwort. Dafür gibt es dann einen Punkt. Bei einer falschen Antwort verschenkt man einen Punkt an seinen Gegner und bei 2 Punkten ist das Quiz auch schon gelaufen. Hoffentlich wieder ähnlich gut wie beim letzten Mal für Sie, Nicole. Ich aktiviere den Zufallsgenerator. VIPs. Der Vampir Edward und seine Freundin Bella sind nicht nur in den Twilight-Kinofilmen unzertrennlich. Wie heißt die Schauspielkollegin und Freundin, mit der Hauptdarsteller Robert Pattinson liiert ist? Oder auch, wie heißt Bella im wahren Leben? Fünf, 4, 3, 2, 1, vorbei. Es ist Kristen Stewart. Okay, guck mal, wieder was gelernt. Ja. Weiter geht's. Nochmal der Zufallsgenerator, der für uns zuschlägt. VIPs. Ach. Nochmal VIPs. Sowas. Wie lauten die Vornamen der amerikanischen Olsen-Zwillinge, die durch die US-amerikanische Sitcom Full House schon als Kleinkinder ihre Schauspielkarriere gestartet haben? Also da habe ich definitiv keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich bin raus. Beide raus? Beide keine Ahnung. Es sind Mary-Kate und Ashley Olsen. Ach was, guck mal. Wieder was gelernt. Ja, so ist das. Ja, damit steht es immer noch 0-0. Und hier kommt der Zufallsgenerator. Geografie. Oh, auch das noch. Zum dritten Mal. Geografie. Die Knesset ist das Parlament welches Landes? Ihr wisst, wenn jetzt keine Antwort kommt, die Knesset. Dann kommt noch eine Frage und dann eine Schätzfrage. Also ich habe jetzt eine Vermutung, aber das ist mir zu unsicher. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Das israelische Parlament heißt Knesset. Deswegen wäre Israel die richtige Antwort gewesen. Immer noch 0-0. Immer noch 0-0 und Tim, du merkst, das wird richtig spannend hier. Nachdem das jetzt die 4. Frage ist, ist es auch die letzte Frage, bevor die Schätzfrage kommt. Aus Kino. Der Kategorie Kino. Welcher Schauspieler hat in allen Filmen der Bourne-Trilogie die Das war Matt Damon. Die Hauptrolle des Jason Bourne gespielt und es war Matt Damon. Damit geht John 1-0 in Führung. Nachdem wir bis jetzt immer noch keine Entscheidung haben, wird an dieser Stelle jetzt eventuell eine Schätzfrage entscheiden. Nachdem es 1-0 für John steht, müsste Nicole die Schätzfrage, naja, richtig beantworten ist ein bisschen schwierig, aber möglichst näher als John an dieser Frage dran sein. Okay. Dann gäbe es eine zweite. Wenn John das Rennen jetzt macht, ist das Quiz beendet zu seinen Gunsten. Alle sind bereit, alle haben Zettel und Stift zum Aufschreiben. Hier kommt eure Schätzfrage.
Die Nordseeinsel Neuwerk gehört politisch zu Hamburg. Der dortige Leuchtturm ist das älteste Gebäude Hamburgs. In welchem Jahr wurde er fertiggestellt? Der Leuchtturm der Nordseeinsel Neuwerk. In welchem Jahr wurde er fertiggestellt? Richtig. Und denkt dran, es ist das älteste Gebäude Hamburgs. Vielleicht hilft es ja irgendwie. Wer ist da jetzt näher dran an dieser Jahreszahl, die wir suchen? Der Leuchtturm der Nordseeinsel Neuwerk. So, ich habe Zahl aufgeschrieben. Mhm. Nicole auch? Gut, wir geben ab. Gut. Quizmasterin. Alles zu mir. So. Nicole tippt 1895, während John runde 1800 tippt, im Jahr 1800. Tatsächlich fertiggestellt wurde der Leuchtturm der Nordseeinsel Neuwerk und das gleichzeitig älteste Gebäude Hamburgs im Jahr 1310 und damit ist John näher dran und gewinnt 2-0 durch eine Schätzfrage. Da waren wir aber ganz schön knapp daneben, ne? Beide. Oh, hallo, aber hallo. Aber spannend gemacht hat sie es ohne Frage. Was für eine Kandidatin aus Bild steht Nicole Tränk.